Hallo Bücherfreunde und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Rezensionsvideo. Ich habe heute das Buch Der Regisseur von Olivia Kleinknecht hier für euch, das ich gerne vorstellen würde. Ich habe das jetzt vor kurzem beendet und jetzt kommt eben meine Rezension dazu. Ganz kurz vorab, dieses Video ist gesponsert, denn es wurde mir von der Agentur Mein Wunder zur Verfügung gestellt und ich bekomme für dieses Video eben auch einen ganz kleinen Beitrag noch bezahlt. In diesem Buch, das hauptsächlich als Thriller deklariert ist, hier könnt ihr es sehen, geht es um einen Regisseur, wie der Titel eben schon sagt. Und zwar ist das Vittorio Angelotti, der einen neuen Film drehen möchte und dafür verschiedene Rollen benötigt und Leute kennenlernt, aus deren Sichtweise man tatsächlich in diesem Buch auch liest. Aber nicht nur die Personen, die in seinem neuen Film mitspielen sollen, spielen hier eine Rolle, sondern auch generell alle Menschen in seinem Umfeld, die er zum größten Teil sehr manipuliert und seine Spielchen mit ihnen spielt. In gewisser Weise ist für ihn nicht nur der Film das, was ihn ausmacht, was er umsetzen möchte, sondern das ganze Leben ist mehr oder weniger für ihn ein Film, den er versucht zu moderieren, also er ist eben dafür der Regisseur. Regisieren ist kein Wort. Für das er Regie führt, hat sehr große Freude daran, die Menschen zu manipulieren in seinem Umfeld und deren Reaktionen zu erfahren und stellt sich dann wirklich auch immer vor, wie das aufgenommen wirken würde. Da gibt es mehrere Passagen in diesem Buch, die in diese Richtung gehen. Und ja, das alles wird hier thematisiert. Wie gesagt, man hat verschiedene Perspektiven. Zum einen spielt hier eine Prostituierte eine Rolle, die sich danach sehnt, mehr Anerkennung zu bekommen, als wirklich nur ihren Körper zu verkaufen. Die versucht, ihre Anerkennung irgendwo in Klamotten zu bekommen. Also sie geht sehr viel shoppen und genießt es sehr, dass sie so einen tollen Körper hat und dann damit die Verkäuferin eifersüchtig macht und sich dadurch, dass sie schon eher so wahrscheinlich Richtung Edelprostituierte geht, einiges auch leisten kann, aber hat natürlich trotzdem irgendwo diese Erfüllung nicht, die sie anstrebt. Dann gibt es noch die Giulia, man schreibt sie mit G, dieses typische italienische Giulia, die in einer nicht sehr guten Beziehung ist. Sie ist seit mehreren Jahren verheiratet und fühlt sich unterdrückt von ihrem Mann und plant dann kurzerhand dessen Ermordung. Sie heuert einen professionellen Killer an, den sie dann bezahlt und der das dann alles für sie erledigen soll. Und natürlich erfährt man alles dann eben auch noch aus der Sichtweise von Vittorio Angelotti höchstpersönlich. Ich muss auch wirklich sagen, dass mich seine Gedankengänge am meisten gereizt haben, weil er ja wirklich sehr exzentrisch und krass einfach drauf ist. Also er hat wirklich keine Angst davor, Leute einfach zu manipulieren, sie für sich einzunehmen. Er ist bisexuell, soweit ich das daraus gelesen habe, denn er mag sowohl Frauen als auch Männer. Trotzdem sehnt er sich nicht nach irgendeiner Liebesbeziehung, sondern möchte eben einfach nur Sex und manipuliert dann sowohl Männlein als auch Weiblein in seinem Umfeld für seine Zwecke. Und nachdem er fertig ist, schiebt er sie quasi einfach nur zur Seite und ist, hat kein Interesse mehr. Und dann eben noch das, was ich schon erwähnt habe, dass er auch auf einer sehr psychischen Ebene die Leute manipuliert und das dann eben so sich daran quasi aufgeilt und das so sieht wie in einem Film und ach, wenn jetzt hier die Kamera abdrehen würde, dann würde ich das und das Licht einsetzen. Stellt sich wirklich so ein Film komplett vor und plant es, aber mit seinem richtigen Filmprojekt geht es immer weniger voran. Er hatte einen letzten sehr, sehr krassen Erfolg. Ich glaube, er ist eigentlich generell ein sehr bekannter Regisseur und hat auch schon viele mehr Filme rausgebracht oder dafür eben Regie gemacht. Aber es wird immer ein bestimmter erwähnt und zwar hat er da einen Papst gespielt, der seine Opfer gewaltsam foltert. Gut, foltern ist irgendwo immer gewaltsam, aber
ihr wisst, wie ich es meine. Jedenfalls gibt es da dann öfter Szenen, wo diese bestimmten Personen in dem Buch sich das eben angucken, diesen Film, und dann man quasi mit dabei ist, während der Film abläuft. Und das muss ich persönlich sagen, hat mir am wenigsten gefallen. Ich meine, irgendwo ist es eigentlich genau das, was Vittoria Angelotti auch ist. Aber ich persönlich fand das am uninteressantesten. Ich wollte tatsächlich diese zwischenmenschlichen Beziehungen nachverfolgen, die verschiedenen Personen, die verschiedenen Charaktere. Das war das, was mich hier an dem Buch am meisten gereizt hat. Allgemein muss ich jedoch sagen, dass ich mir erhofft hatte, dass es sehr krass zugeht. Also, dass es ein schon nahezu verrücktes Buch à la Richard Layman vielleicht sogar ist. Dass es ja sehr ins Horror- bzw. Splatterartige geht, weil ich dachte eben, es geht um Snuff-Filme. Das hatte ich euch ja auch schon gesagt. Hier steht nämlich drauf, er plant nämlich in diesem neuen Film seinen eigenen Tod umzusetzen. Und hier hinten drauf steht auch, dass er sich nach dem letzten Kick der Selbstbefriedigung sehnt und ihn in der Auslöschung seines Menschen zu finden hofft. Entschuldigung. Und da dachte ich irgendwie sofort direkt, Film, Ermordung, Snuff-Film. Eigentlich wahrscheinlich total bescheuert, aber ich hatte eben diese Erwartungshaltung. Dann steht hier auch noch Thriller drauf und ich habe eben echt gedacht, das wird jetzt richtig blutrünstig, richtig krass, aber auf so eine Art und Weise, dass es mir persönlich gefällt, und habe mich dann eben sehr auf dieses Buch gefreut. Was diese Thematik angeht und auch dieses Blutrünstige, wurde ich leider enttäuscht. Hier ist eben die Ermordung tatsächlich dieses Mannes der Julia, so rum, auch ein Thema. Und Vittorio Angelotti ist ja irgendwo auch mit involviert, aber es war eben nicht das, was ich gedacht habe, was passiert. Ich habe mir auf jeden Fall hier hinten drauf durchgelesen, um was es geht, und dann natürlich auch, als mir mein Wunder das vorgestellt hat, aber irgendwie, ich weiß nicht wieso, ist es halt bei mir so angekommen, dass es darum geht. Und ich persönlich finde auch die Betitelung mit Thriller nicht passend. Für mich war es einfach ein Roman. Aber für einen Roman war er wirklich sehr gut. Also er war, ich meine, Romane sind, ja, es ist ein allgemeines Thema, ne? Es gibt gute Romane und schlechte Romane. Also Roman ist ja eigentlich irgendwo ein fiktives Werk. Aber das hätte trotzdem hier besser drauf gepasst, meiner Meinung nach, als Thriller. Und trotz allem, dass halt diese Enttäuschung irgendwo war, nach einigen Seiten, als ich drin war, fand ich es dann wirklich sehr gut, weil ich dann vor allem den Sprachstil sehr genossen habe. Der Sprachstil von Olivia Kleinknecht ist einfach nur super, das muss ich wirklich sagen. Hut ab, falls das gesehen wird, Olivia Kleinknecht. Ich muss echt sagen, richtig, richtig toll geschrieben. Ich fand die Charaktere auch sehr gut ausgearbeitet, das habe ich jetzt auch schon gesagt. Vittorio Angelotti war sehr skurril, sehr exzentrisch, und das war dann doch irgendwo auf gewisse Art und Weise das, was ich mir erhofft hatte. Allerdings eben nicht in diesem extremen Ausmaß, wie ich es dann dachte. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier vor allem auf dieser zwischenmenschlichen, psychologischen Ebene, wo ich persönlich sehr drauf stehe, genau das bekommen, was ich mir an Büchern wünsche. Alles in allem, weil es mich eben enttäuscht hat, muss ich jedoch für mich 3 Sterne verleihen. Es war jetzt leider, weil ich diese extreme Thriller-Erwartungshaltung hatte und ja, sehr, ich wollte eigentlich gegruselt werden oder halt diesen Thrill eben haben. Das war leider nicht der Fall, deswegen die 3 Sterne. Wenn ihr jetzt mit einer nicht so thrillerhaften Erwartungshaltung in dieses Buch reingeht, wie ich es hatte, dann und davon ausgeht, dass es eher ein Roman ist mit diesem zwischenmenschlichen, krassen und manipulativen, dann kann ich mir vorstellen, dass es sogar ein 5-Sterne-Buch werden kann. Wie gesagt, das finde ich jetzt für mich selbst sehr, sehr schade. Aber der Schreibstil
und die Charaktere einfach richtig gut. Und dann auch noch in Rom spielend, was ich sehr interessant fand. Das hatte ich echt noch nicht so oft. Ja, also wenn ihr an sowas interessiert seid und euch jetzt nicht von Thriller in die Irre führen lässt, dann kann ich es euch empfehlen und hoffe, dass ihr da auch mal reinschaut. Ihr könnt es euch auf jeden Fall auch gerne als E-Book mal angucken, weil das ist auch erhältlich als E-Book. Ihr findet auf jeden Fall die Infos in der Infobox. Das war meine Rezension. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, dass wir uns im nächsten Video dann auch wiedersehen. Macht's gut bis dahin. Tschüss.